Guten Tag. Das funktioniert nicht so ganz, ne? Das gibt's bestimmt bald auch noch. Videos, wo man Hände schütteln kann. So ein Computergerät, ne? Wo dann so eine Hand rausfährt, wenn einer im Video summt. Da würde jetzt so eine Hand rauskommen und ihr könnt sagen, Guten Tag, Mensch, Dominik, schön, dass du da bist. Ich freue mich auch, dass ihr da seid. Ich freue mich auch, dass ihr da seid. Im siebten Teil hier bei Games und Gerstensaft mit Heavy Rain. Ja. Dem besten Spiel von David Cage. Was mir keiner glaubt, dass ich das wirklich ernst meine. Leute, das ist wirklich so. Ich finde, das ist das beste Spiel von David Cage. Das heißt nicht, dass ich David Cage toll finde. Sag ich nur, aber du findest Heavy Rain geil. Geil ist auch übertrieben. Aber es ist auf jeden Fall mal... Also man merkt dem Spiel halt jederzeit an, dass es was ganz Besonderes sein will. Das ist halt, also es bemüht sich, das ist scheiße, wenn man sagt, es war sehr bemüht. Das ist immer kacke. Nein, aber es möchte einfach, ich stelle mir das immer so vor, das ist so ein Kind bei so einem Talentwettbewerb, das eigentlich kein Instrument spielen kann, aber sich übelst anstrengt. Und du merkst, der will das richtig, der ist mit vollem Eifer dabei, aber eigentlich kriegt das nicht so richtig hin. Er trifft ab und zu mal einen Ton. Ich kannte mal so einen. In der Grundschule, der hat Geige gespielt. Ja, und das konnte er gar nicht. Nee. Aber er hat ab und zu mal einen Ton getroffen? Das weiß ich nicht. Da hatte ich noch nicht so das musikalische Verständnis. Aber so kommt mir das immer vor. Also er trifft ab und zu mal wirklich den richtigen Ton. Das klingt dann auch richtig gut. Aber so, sag mal so, mindestens 60% der Zeit denkst du dir, es könnte er besser, wenn er ein bisschen mehr üben würde. Ein bisschen mehr überlegen würde. Und so ähnlich ist es mit Heavy Rain. Aber egal, komm, mit genug Bier. Ja, genau, wir haben ja hier... Überstehen wir das? Unseren Dingsbums, hier bitte schön. Achso, dankeschön. Mit genug Bier überstehen wir das. Ach. Und Knabbereien gibt es diesmal auch. Du kannst gar nicht so viel, weil du musst spielen. Ich knabber dir alles weg. Ja, ich merke das, stimmt. Es war doof, dass ich dich hingestellt habe. Aber... Nein, da würde ich auch sagen, komm, rein ins Spiel. Also soll ja hier nicht auf eine weitere Session mit Heavy Rain. Wahrscheinlich so die vorletzte, weil das Spiel ist ja nicht besonders lang. Vermutlich nicht. Zumal ich mich ja so super gut anstelle. Zumal du dich echt gut anstellst. Ich mach mir hier noch einen Ton rein, während ihr schön... Hättet ihr eigentlich dabei auch den Ladebildschirm sehen können. Wir waren übrigens zuletzt mit Norman Jayden hier. Ist das nochmal? Das ist der FBI-Mann. Da waren wir zu Hause waren, bei ihm zuerst. Das ist Ethan Mars. Sie sehen eins zu eins gleich aus. Na, eigentlich nicht, aber okay. Und da waren wir ja kurz in der Wohnung von einem Verdächtigen. Was hat er hier für eine Narbe? Von einem der vielen FBI-Profiling-Dinger, die er hatte. Hat er sich am Papier geschnitten? Hat er sich am Papier geschnitten. Nee, wir waren ja in der Wohnung von einem Verdächtigen, der in das Profil passt, was wir erstellt haben. Ich weiß nicht mehr, wie man läuft. Mit R2. R1. Ah ja, so. Was ist hier für ein Knopf gewesen? Guck mal, also der ist, Had this idea in his sick little head that I was the Antichrist. I'd come to Earth to persecute him. Real twisted. Schön, wie du Hi. So, also jetzt gucken wir uns in der Wohnung vom guten Nathaniel Williams und der ist anscheinend so Gott, das findet er gut. So, ach, Jesus. Da ist er ein Fan, sagst du. Da ist er ein Fan von. The Fanboy. Falls das noch nicht. Jesus was, Fanboy. Jesus Christ Superstar. Achso, ich kann ja schon. Ich dachte, passiert auch. Nee, Jesus Christ Superstar. Das war so sein Ding. Cool. Ich hab das erste Quicktime-Event geschafft. Sehr gut. Also, ich nenne das ja nicht. Ist ja eigentlich kein Quicktime. Ja, aber es ist schon so. Weil und Medikamente. Da ist auch ein Fan von, der Nathaniel. Das ist eine gute Mischung. Medikamente und dann so. Gott, Halluzinationen und so, das ist nicht schlecht. Okay. Der gute Blake. Lieutenant. Der lässt ja nichts anfackeln. Ich kann nicht weitergehen. Ja, dann geh aber noch mal rein, weil die Tür eingetreten hat. Ich laufe ihm erstmal hinterher. Okay, alles klar. Du musst ihm erstmal hinterherlaufen tun. Guck dir doch mal Sachen an. Hi. Ja. Herzlich willkommen zu Einsatz in vier Wänden. Genau. Ich bin Tine Wittler. Und übrigens, das ist, wenn du die Einsätze für Wänden rückwärts anguckst, also rückwärts angucken würdest, Das ist übrigens cool. Da wäre es eine dicke Frau, die durch schön eingerichtete Wohnungen geht und alles kaputt macht. Ja. So, gehst erstmal aufs Klo. Achso, ich dachte, ich komme hier irgendwie. Wieder, noch oh, mehr. Oh, hat die Kamera gar nicht gesehen. Wie haben die das denn gemacht? Boah, wie haben die das denn gemacht? Hast du Birdman gesehen?
den Oscar-Gewinner. Mit Michael Keaton. Mit Michael Keaton. Der Film besteht ja nur aus versteckten Schnitten. Du siehst ja keinen, also das sind ganz lange Kamerafahrten mit ganz vielen versteckten Schnitten. Ehrlich? Ja. Also wie eine quasi, als ob die Kamera quasi ein One-Take-Film wäre. Ey, der schubst mich weg. Ja, der Colin Blake, der ist ein bisschen... Wie ist hier reinhauen? Wie ist hier, ich möchte den Polizisten schlagen, bitte. Wo ist denn der Polizisten gleich Schlag noch was. Geh doch nochmal ins Wohnzimmer und guck dir nochmal ein paar Sachen an. Nee, kannst du nicht, gut, alles klar. Nee, ich guck mal hier. Nee, und da, Birdman, der ist ziemlich gut und da muss man wirklich sagen, also... Was habe ich jetzt falsch gemacht? Du musst jetzt... Ach, gedrückt halten. Gedrückt halten. Jesus, guck mal, Jesus denkt sich, Mensch, als hätte ich die Brote und die Fische nicht mal geteilt und hergezaubert. Seitdem wollen die Leute immer, dass ich irgendwelche Partys ausrichte. Ja. Und bis mit dem Wasser und Wein verwandeln, war auch keine gute Idee. Der wäre ein super Caterer gewesen, ja, eigentlich. Ja, Jesus wäre ein super Caterer. Der kann Wasser in Wein verwandeln. Wenn die Leute keinen Bock haben, was wollen sie? Wollen sie Wasser oder Wein? Ja, kein Ding, kriegen wir hin. Ich habe zwar nur eine Flasche Wasser mit, aber... Aber das, auch wenn sie Wein wollen, hin. Kein Problem. Wollen wir uns weiter Jesus angucken? Ich kann nicht, da steht, ich muss das hochgedrückt halten. Nein, da steht, ich muss das gedrückt halten. Du drückst das jetzt also weiter. Ja, wenn lass doch mal los! Ich habe gelernt, wenn mir Sachen angezeigt werden, dann drücke ich die so. Ich muss da hoch, weil sonst verliere ich wieder das Event. Drückt! Mensch, ey! Oh Gott. Ich sehe überhaupt nichts. Was macht der da? Hey, jetzt kann ich ja wieder hoch, ja, aber warum habe ich... Er hat sich die Bücher angeguckt. Warum? Was sind die Bücher? Arsch viele Versionen der Bibel. Ne? Paperback-Ausgabe, gebundene. Das Taschenbuch. Mit Korrekturen. Ja. Da ist er, der Nathaniel. Der kriegt jetzt ein paar auf die Fresse. Ja, er kriegt aber auch gar nichts mit, oder? Nee, ist der beste FBI-Agent. Good timing, Nathaniel. Just the man we're looking for. Angels and ministers of grace defend us. Yeah, was? I'm Agent Norman Jaden, FBI. I'd like to ask you a few questions. As God is my witness, I haven't done anything. I'm innocent. Sagen Sie alle. Nobody's accusing you of anything. Das ist ja in den USA noch nicht, Why all the crucifixes? Das ist ja in den USA noch kein Grund, dass man nicht verkloppt wird. Das ist schon. And the wrath of God shall strike men down. I'm preparing for the end of the world. Ah, ja. Er sieht schon nicht sehr gesund aus, der gute Nathaniel. Was macht er denn eigentlich? Nathaniel, you have a job? Ich bin... My sole occupation is praying to the all-merciful Lord for the salvation of humanity. Was bringt das so, netto? Genau. Was haben Sie so? Alibi. Kann ich ihn nicht festnehmen? Do you remember where you were last Tuesday at 4:30 p.m.? Here. I was here. I was praying. Lass mich raten. All Jesus day. Ist ein Zeuge. Jesus ist ein Zeuge. Is there anybody with you? Ja, Jesus. No. No, I was alone. Oh, das ist aber schlecht. Wenn der Jesus dir nicht mal what zugehört about the hat? Voices, Nathaniel? Do you still hear the voices? We know who talks to you, don't we, Nathaniel? So, ich muss mir nochmal die Tasten angucken. Du kannst dich bewegen, glaube ich. That name. Oh ja. Hast du gut erkannt. What does he say to you, Nathaniel? Du kannst also, ich kann kannst unterbrechen, wenn er I can't zu weit talk geht. About it. You mustn't talk about it. He orders you to go and find new prey, doesn't he? He needs du, more and more. Willst du irgendwie bevor er ausrastet? What are you doing? Ah, da ist auch gut dazwischen gegangen, ne? No. Hat an die Wand geguckt und gesagt. You'll bring him here. He told you to go and find that kid in the park. The voice. That's enough. Leave him alone. You wanted them to stop, didn't you, Nathan? Kannst du hingehen und dem irgendwie? Kann ich ihn weiter reinkleppern? Stop. Stop. That's enough. Okay. Hab ich auch gesagt schon. So you obeyed them. Make them stop. Jetzt komm, mach, mach. With you and you're drowned him. Ich mach doch irgendwas. Right? Ich kann nicht nichts anderes. Das ist so. Ich wäre schon wieder voll im Hate-Modus eigentlich. Aber. Killed them, didn't you, Nathaniel? Warum da nicht ein Quicktime-Event? Weißt du greifst ihn so oder was auch immer. Und sagst, weil jetzt ist natürlich. Nathaniel ist natürlich jetzt voll. He is the son of Satan. He was sent to earth to destroy us. For Christ's sake! Warum muss ich den jetzt schießen? Willst du ihn erschießen? Was ist denn das? Psychological reassure? Drop the gun, now! Lieutenant Blake is gonna leave our planet right now and return to the What? Realm of Shadows. Creature of darkness, I do beseech you to return to the realm of shadows and leave our Nathaniel in peace.
17. You shall regret confronting the emissary of the Lord. You shall know divine power. Calm down, vielleicht? Keep calm. Everything is going to be fine, Nathaniel. Christ, all powerful. Defend us in our battle with the forces of evil. Protect us from the cunning and wiles of the demon. May God. Wenn man das ein bisschen besser lesen kann, das wäre gut, ne? Ja, aber du bist ja in Panik und du bist ja in einer Drucksituation. Ja, aber deswegen. Das hat ja nichts damit zu tun, dass ich nicht. Meine Möglichkeiten. Wir ziehen erschießen, komm, mach nochmal Reassure. I'm here to help you, Nathaniel. To get rid of the voices in your head. But you have to trust me. Back off. Back away. Slowly. Also jetzt hätte natürlich jeder. Das finde ich wiederum gut, du hättest jederzeit schießen können. Ja, ich weiß. Das finde ich wiederum sehr gut. Ich habe Drop Gun! Now drop the gun. Drop it, Nathaniel. Ich hätte auch wohl die falsche Taste gedrückt. Und schießen! Als ob auf den Schieß! Es kommt direkt auf uns zu! Put your hands on your head. Turn around. Jetzt! Jetzt hab ich ihn voll abgeknallt. Was war denn? Hast du gedrückt? Ich hab gedrückt. Sehr gut. Was heißt, du hast ihn abgeknallt? Ich bin voll der Mörder, Alter. Ja, weil eigentlich, wie gesagt, weiß ich nicht, hat er ein Messer gehabt? Du hast gesagt, du sollst schießen. Ja, hast du gut gemacht. Ja. Hast du sehr gut gemacht. Du hast Selbstkontrolle. Wahrscheinlich hast du mir nur in die Schulter geschossen. Und der stand gerade so hier zu mir. Durch die Schulter ins Auge oder so. Nein, alles gut. Alles in Ordnung. Jetzt sind wir wieder mit meinem... Ah, mal ein Suffkopf. Ja, nein, der hat Asthma. Ach so, ja. Der Suffkopf. Ich sag das gleich. Oh, ist das hier Dingensbumsens Haus? Dingensbumsens Haus? Nee, bist du nicht. Ah, ist ja kalt hier, ne? Ich geh mal ein bisschen... Gehen wir mal lieber rein. Warum sieht mich keiner? Sieht mich denn hier jemand? Hallo. Oh, hier. Ja, ich verkackt! Was heißt denn verkackt? Jetzt muss ich das wieder so lange drücken. Jetzt muss ich ja wieder gedrückt halten, sonst heißt es wieder verkackt. Nein! Sobald es geschafft ist, sobald es das füllt, hast du es ja geschafft. Aber wenn es rot ist, hast du es verkackt. So. Was gibt's denn noch? Ich sehe das nicht. Ich stehe vor dem Quicktime-Event. Also du kannst so ein Dingeln. Hab ich geklingelt jetzt. Hast du sehr gut gemacht. Mach dir keine Jetzt gehe ich einfach rein. Jetzt klopfst du. No answer. Baby screaming inside. Not a promising start. Ja. Ja. Geh mal wieder. Das war's. Our job here is done. Kannst du da hinten vielleicht lang? Da kann ich, vielleicht die Flaschen sprengen. Ja, genau. Das ist es. Ich möchte bitte... Hier, da steht auch so viel explosives Zeug. Ja. Da kann ich ein Loch in die Wand sprengen. Richtig, genau. Und dann kommst du definitiv rein. Ja, super. Das hat David Cage auch so. Und dann hört das Kind auch auf zu schreien. Genau, dann hört das Kind definitiv auf zu schreien. Das alles, da, guck. Da, schön. Triffst du rein? Boah, der ist aber einer. Geh ich einfach rein. Geh ich nicht. Da fährt ein Auto lang. Da fährt ein Auto lang. Da liegt ein Zettel. Ja. Dominik, du bist ja ein richtiger Mrs. Bowles. Mrs. Bowles. Anybody home? Na ja, dann gehst du mal zum Zettel, ne? Party. Wer ist das noch? Mrs. Bowles? Schon mal? Nein, die brauchen wir noch. Camilla Parker? Camilla Parker Bowles ist da. Jetzt, das ist das hier, klein William, oder wie heißt der? Oh, Jesus. Also sie hat sich anscheinend vielleicht umgebracht. Vielleicht. Ist, Ich lasse den Kleinen erstmal schreien. Ja, gut, da passiert ja erstmal nichts. Das soll ich mal machen. So, dann gehst du vielleicht... Ja, was hat er für einen Gedanken? Wie geht denn das? Ich glaube... Ah, hier! Come on, I have to search the house. Maybe it's not too late. Genau, weil sie hat ja gesagt, I can't take it anymore! So, was gibt's noch? Holy fuck! Mrs. Bowles! Mrs. Bowles, are you there? Husa! Aua! Und nochmal! Husa! Und tot. Ich muss das wieder festhalten hier. Husa! Tada! Oh, shit. Scheiße. Shit. War ich zu langsam? Nö.
Mrs. Bowles! Mrs. Bowles, can you hear me? Wake up! Anfängerfehler. Wake up! Ich geh gedrückt, halb. Ach so, gedrückt. Jetzt! Sehr gut! Wie ich die Tasten kann, ich kann die Tasten übelst. Jetzt! Sehr gut. Sehr, sehr gut. Anfängerfehler. Ne? Hat sich so, also so gesetzt, anstatt ja. Längs. Anfängerfehler. Ins Bett. Ins Bett. Warum? Ins Bett, es ist wirklich ja, so. Ja, genau. Sorry, ich kann nichts dafür. Nein, da wo die Decke aufgeschlagen ist. Ach so, ich kann nicht die... Nein, 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 nicht die andere Seite. Natürlich nicht. Ist klar. Was stöhnt er denn so? I'm gonna call an ambulance. No, I don't want to go to the hospital. Please. Okay. Dann eben zum you got something around here I can Medizinmann. Yeah, I think so. Okay, don't move. I'll be right back. Ja, wie gesagt, sie hat halt nicht. Also, nicht, dass wir ihr Anweisungen zum Selbstmord, zum guten Selbstmord geben wollen. Vielleicht im Bad? Vielleicht gucke ich im Bad. Das Bad war. Da. Wäre so lustig, wenn er gegen Türen laufen könnte. Ah, erstmal Hände waschen hier. Jetzt habe ich hier dreckige. Dame? Frau da angefasst. Das ist schlimm. Frauen. I. Pfui. Frauen sind I. Let's see. I need this. And this. And this. Na Mensch. Alles ready. Warum? Weil es lustig aussieht, wie er läuft. Findest du nicht? Ja, sicherlich, aber... Was? Ja, was ist das denn? Alright. I'm here for you, Susan. You'll be alright. I'll take care of you. Druck! Ich sehe das nicht mal, was ich drücken muss. Was ich sagen kann. Das so. Das finde ich ja Quatsch. Ja, in dem Moment sollst du es ja nicht machen. Stay with me, Susan. Susan, do you hear me? Was für ein Ding? Rotieren. Rotate that shit. Stay with me. Du bist rumrotiert. Ums. I'm the great Rotierer. Hallo, hab ich doch. Hallo. There, I done what I can. That should stop the bleeding. Well, luckily the wounds aren't too deep. Hey, how are you feeling? You okay? My baby needs me. Right. You stay there. I'll take care of the baby. Okay? I breastfeed the baby. You could do? Ja, na klar. With a baby, I mean. Tausendmal gesehen. Und dann I'm a private eye. There's nothing I can't do. Erstmal. Her name is Emily. Ah, okay. Ach, okay, das wird sie aber. Das wird sie. Ich kann sie mir das nicht selber sagen? Echt? Gehen wir mal zu Emily, komm. Kann ich mich hinsetzen? Ja, setz dich mal hin. Und dann guckst du Emily beim Schreien zu. Da liegen schöne Kekse und Bier. Sieht ja aus wie bei uns. Aber echt? Krass. Oh, so ein fettes Kind. Oh. Ah, ich hätte Hände waschen. Jetzt erst mal Hände waschen. Nicht. Ja? Merkt euch das, Kinder. Mit blutigen Händen keine Kinder anfassen. Nee. Kann schnell zur Verwechslungs... Nee, da... Wo ist denn die Küche? Die Küche ist gleich am Eingang. Natürlich. Ne, ist eigentlich der Ausgang, der Hinterausgang. Da steht auch ganz subtil gemacht, ne? Eine Flasche, damit du sie dann auch gleich erwärmen kannst, in dem Topf, der daneben steht. Nein! Noch. Aber nee, ich kann es noch nein, nicht. Erst ich darf es noch nicht. Du darfst es noch nicht. Ich muss erst rausfinden, dass das Baby hungrig ist, was da rumschreit. Genau, du musst erst mal gucken, was... So, Vetter, was hast du denn? Vetter. So, what seems to be the problem, huh? No. Oh. Going by the smell. Jetzt muss ich hier Windeln wechseln. Du musst hier Windeln wechseln. Ach du Scheiße. Ja. Alles Vorbereitung für später. Das ist aber wirklich hier der Baby. Der Lebenssimulator. Das ist der du musst erstmal lernen, hier aufs Klo zu gehen und dann duschen musst du, rasieren, dann Kinder wickeln. Frauen vor dem Selbstmord retten. Ja. Guck mal, wie es sich freut. Wie sauber das schon ist, ne? Ja, das ist furchtbar sauber. Voll cool. Oh, und wie fett.
So ein fettes Kind. Was soll denn das Kind? Ja, mit drei, mit zwei Händen. There you go, fresh new baby. Fresh new baby. Aber immer noch so fett. Er hat's schon right, gekackt und ist trotzdem noch so fett. Ey, wirklich, wie du dieses arme kleine virtuelle Kind beleidigst. Aber wie gesagt, solche Momente, da, das meine ich, die sind schön. What's the matter? Die sind wirklich schön, weil das ist so, wann machst du das mal im Spiel? Und es ist einfach, du hast dabei zumindest als erwachsener Spieler, sag ich jetzt mal, oder halbwegs erwachsener in unserem Fall. Now I know why you're crying, my little peachy poo. Mother Shelby to the rescue. Ill? Maybe she's hungry. Ja, genau, da gehst du dann. Als erwachsener Spieler, da hat man dann schon ein bisschen, quasi ein paar mehr andere Emotionen beim Spielen. Wenn das jetzt der 14-Jährige der Call of Duty-Spieler, Alter, du musst hier mit dem Kind, was? Obwohl, 14-Jährige heutzutage, die müssen spielen. Die haben ja schon zwei Kinder. Die haben ja schon zwei Kinder, genau. Ja, aber das ist gut, das muss man wirklich sagen. Wirklich. Wie sie warten, bis fertig ist. Mhm. Tada! Vielleicht mag das Kind ja eine Salzstange. Jetzt müsstest du es vor dem Kind selber trinken können. So, wie toll das ist, ne? Eigentlich schade, dass du noch nicht groß genug bist. Nein, komm jetzt hier, hungry. Maybe she's hungry. Maybe yeah. I'm hungry. Maybe I'm hungry. Vielleicht bin ich Ungar. Man weiß es nicht. Vielleicht bin ich Ungar. Oh, Emily, are you hungry? Hm? Nee, sie ist American. Hold on. I'll just tilt this bottle a little bit, so you don't choke. Ach, der Baby-Simulator. Oh. Jetzt trink! Volle Kanone und drauf drücken. Nach oben. Ach ne, nach oben. Trink! Trink! Und jetzt verrat mir, wo die. weiß ich nicht, wo die Kekse sind. Und nach, wer da nach oben? Mach ich doch. Ja, hast sehr gut gemacht. Obwohl, dass sie so fett ist. Ja, die ganze so Flasche aus. Die Flasche aus Peach. Die hat einen Zug drauf. Echt? Ganz alles weggenuckelt. Was muss ich jetzt drücken? Ach, muss ich in dem Rhythmus machen oder einfach nur. Einfach so. Oder einfach nur abgefahren, ihr wisst. Ich guck dir das. Good job, Emily. Hm? You're feeling good now. Ja, die hat die Jacke gekotzt, genau. Geil. Ja. I'm gonna rock you gently. I'm gonna rock you till you drop. Und Abfahrt. Was heißt ganz das? Ganz langsam. Langsam. Was ist, wenn man das zu schnell macht? Dann lässt das Kind fallen, wahrscheinlich aus dem Dings geschleudert. Sehr schön. Ich hab das voll schnell gemacht. Du bist der. Was? Du machst das voll schnell? Warum machst du das voll schnell? Nein, nicht. Jetzt fliegt es aus dem Fenster. Hui! Gemeinsam werden wir das Kind schon über. Ah, jetzt lässt es fallen. Donk! Oh Gott, das ist das. Plumps. Sorry, Kid. You're not done rocking, right? Und nochmal das ganze Spiel. Ich, aber das kann ich nicht zu schnell machen. Oh, doch, kann ich. Okay, okay. I'm sorry. Ein Grobmotoriker wäre. Da muss ich der Schauspieler auch, als es gemocapped haben, muss der Schauspieler auch dumm vorgekommen sein. Oh. Was ist denn heute los? Naja, nach ein paar Bier geht das nicht mehr so flüssig. Ach komm jetzt hier, Mensch, du Nervenbold. Du wirst echt. Also, früher oder später, wenn es mal so weit ist, jetzt. Na! Du. Jetzt schmeißt es doch nicht immer so da rein. Oh Gott, bist du doof! Touchdown! Sorry, Kid. Es tut mir sehr leid. Es tut mir echt leid jetzt gerade hier. Jetzt gebe ich mir Mühe. Jetzt aber. Sehr gut. Ja. Oh, super. Das Kind denkt sich auch, der ist alles zu blöd. Mittlerweile ist die, glaube ich, abgenibbelt. Weißt du das? Ach ja, die gibt es ja auch noch. Die gibt es ja auch noch. Die ganze, und jetzt, zum Glück ganz ich, langsam. Zum Glück habe ich die nicht in Schlaf gewogen. Da hast du es sehr gut gemacht. Oh. Hä? So, jetzt gucken wir nochmal nach... Guck mal Gedanken nochmal an. Guck mal nochmal. Jetzt gehen wir right. That's about the limit of my maternal powers. Poor jetzt gehen wir nochmal. Life ain't gonna be easy for her. Ja. Ja. So, jetzt gehen wir mal. Jetzt rutsch mal ein Stück hier.
Thanks for looking after my baby. I didn't want to leave her. Kannst dich neben sie setzen, oder? I just couldn't cope anymore. So ein Zappel-Philipp in wirklich, weißt du, wie man so... Ja, ich... Not having Jeremy around. Also, die hat auch einen Sohn verloren durch den Origami-Killer. Mhm. Can't understand why anyone would want to hurt him. So, kannst du jetzt da mal sitzen bleiben, das wäre sehr schön. Do you take care of this baby on your own? Doesn't Jeremy's father live with you anymore? Ja, die so alt, als würde der Vater, das, die hat ihn wahrscheinlich mit... Der hat die wahrscheinlich mit 16 bekommen oder so. I don't know what happened to him. Ne, jetzt wird's ja gefühlslosig, jetzt muss ich mich an die Wand stellen. Maybe he couldn't take it. Ever since I've had to look after Emily all on my own and I couldn't do it anymore. I understand. Hat er hoch. Bisschen ungeduldig. Ja. Did your husband say anything before he disappeared? Did he leave a note or something? No. Ist echt, wirklich. He left the house without a word and... There was just the cell phone. A cell phone? A cell phone, mhm. Yeah, I found a cell phone in his dresser. It wasn't his. I'd never seen it before. I tried to turn it on, but it didn't work. Do you still have it? Kannst yeah, nicht. It's in a drawer in the living room. You can have it if you'd like. I'm sure it's of more use to you than to me. Do you have any family or anybody to help you? Kinderbett legen. So irgendwie so draw me like one of your French girls. I didn't want to ask her for anything. We don't really get along. But I guess I'm out of options. Ach, man hat immer irgendwelche. Well, look after yourself. Das ist, ich war das jetzt mal. Nein, ist alles in Ordnung. I will. Das ist sehr gut. Hast du sehr gut gemacht. So, jetzt gehen wir noch und suchen das tolle Handy von ihrem weil die hat ja wahrscheinlich auch so ein Päckchen bekommen wie der gute... Wahrscheinlich. Ethan? Was willst du nochmal aufs Klo? Ich muss nochmal aufs Klo. Wie läuft der denn? Ach, der kann doch nicht hin. Kann doch nicht auf Toilette. Das ist natürlich doof. Oh, halt, warte mal, hier war doch noch was. Du kannst aus dem Fenster gucken. Konntest du dort? Ich konnte die Tür zumachen, glaube ich. Ja, das hast du sehr. Habe ich nicht gemacht. So, draw in the living room. So, jetzt muss man gucken. Da unten die oder was? Oder wer? Wo läuft der denn lang? Ach, oder da? Da vielleicht. Da. Ja, da. Weil die hat ja auch so ein Handy erhalten, wahrscheinlich. Wie gesagt, wie der gute Ethan Mars. Da haben wir das letzte Mal ja unseren vermeintlichen Hauptcharakter verlassen, als er quasi diesen Schuhkarton bekommen hat mit den ganzen anderen. Ja. Willst du noch mal das? You take care of your mama. Die hat keine Decke. Weißt du, das ist. Weil, können sie sich animieren. Ja, stimmt. Under the cover. So, dann gehst du einfach. Oder willst du noch ein bisschen was trinken und was essen? Ein bisschen die Gastfreundlichkeit so ein bisschen. Wo ich schon mal hier bin. Das macht noch das Haus unsicher. Genau, das ist sehr gut gemacht. Was ein toller Tag. Die Sonne scheint, es regnet, alles gleichzeitig. Da freut man sich. Ach, schön, ja. Hier Bier und Babys. Bier und Babys. Das ist die beste Kombination. Großartig. Flaschenkind wahrscheinlich. Drin Park. Es war wieder eine sehr emotionale Szene, die nichts zur Story beigetragen hat. Ach so. Aber auch gar nichts. Aber ich habe das ganz schön. Was ist? Das ist ein Reminder. Reminder, move quickly. The whole controller. The whole? Den Loch-Controller. The whole. Den hohlen Controller. Wie viel Zeit haben wir noch? Gar nicht mehr, ne? Nö. Machen wir hier Schluss. Ja, gleich. Wir können noch mal gucken. Ich glaube, genau. Also, wir sollen ja zu irgendeiner Adresse. Ne? Das sollten wir ja. Ja. Da hat ja, weil wir müssen ja an, ich glaube, 5 Punkte. Ah, guck mal, der ist wieder unrasiert. Genau. Und 5 Dinger, also 5 ergeben dann die Adresse, wo Sean zu finden ist. Ah, ja. Das erste, der erste Anlaufpunkt ist diese schöne City-Garage. Mhm. So. Hübsch. Da machen wir hier Stopp. Da machen wir hier Stopp.
Sehr gut. Fantastisch. Fantastisch. Ich bin begeistert. Fantastissimo. Also ich bin begeistert davon, dass du heute relativ wenig Blödsinn gemacht hast. Ja. Aber ich bin natürlich überhaupt nicht begeistert von deinen Baby-Handhabungskünsten. Das ist ja alles, das ist ja sehr, der Controller war nämlich schuld. Okay. Liebe Freunde, ihr seht, ne, also Dominik muss noch ein bisschen üben, ja. was den Umgang mit Kindern angeht. Und was den Umgang mit Heavy Rain angeht. Denn wir sind ja, wie gesagt, am Anfang einer Session wieder von uns und da muss man sich erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen. Wir haben ja bestimmt noch einen Teil. Oder fünf. Oder fünf. Aber das wollen wir euch ja nicht so auf die Nase binden. Nee. Ansonsten sagen wir liken, subscriben und kommentieren. Im nächsten Teil geht es dann weiter mit dem guten Ethan Mars. Mit Bart. Mit, weil er ist ja jetzt verwahrlost. Also er hat ja Sohn verloren. Rasierer verloren. Das ist das Entscheidende. Das Schlimmste, was im Leben eines Mannes passieren kann, ja, ist, wenn der Rasierer weg ist. Und es gibt halt keinen, der den ersetzen kann. Nein, also, wenn man so einen bestimmten Rasierer gefunden hat, ja, dann versucht man andere, aber das fühlt sich nicht richtig an. Mhm. Ja? Es gibt einfach nichts. Es gibt diesen einen, ja, den einen. Wir reden uns jetzt komplett im Kopf und Kragen hier gerade. Aber liebe Freunde von Gillette oder so, falls ihr Werbepartner sucht, ne? Hier so. Mhm. Also ein bisschen. Aber da müsste ich mich ja, glaube ich, mehr rasieren. Ein bisschen mehr ist da. Aber bei mir kann man ein bisschen was abrasieren. So. Ja, aber in den Werbungen sind die ja sowieso schon immer perfekt rasiert. Das stimmt. Die gehen. Das ist ja immer so. Das ist Betrug. Was, bei der Werbung wird betrogen? Im Fernsehen? Fernsehen wird betrogen. Wisst ihr, wo nicht betrogen wird? Nämlich hier. Hier sind ungekünstelt die echten Emotionen. Ja. Und die seht ihr auch im nächsten Teil. Macht's gut und auf Wiedersehen. Bleibt nicht zu hübsch. Tschüss.